Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit der Minecraft-Fakten. Heute habe ich mir wieder 5 Sachen von euch rausgesucht und die stelle ich euch jetzt sofort vor. Wenn ihr weiter gute Ideen habt für Minecraft-Fakten, dann schreibt es nach per PN hier auf YouTube. Wenn der Fakt richtig oder gut ist, dann wird er mit dem Video eingeblendet. Schreibt mir bitte dabei bei der Einsendung, ob es für Minecraft-Fakten sind oder für Minecraft-Fakten wissen solltest. Dann ist es ein bisschen einfacher zum raussuchen. Und schreibt in den Kommentaren, wie viele von den Freunden, die bei ihr seht, schon wusstet. Freue mich nicht. Das würde mich auch interessieren, weil es auch heute ja richtig coole Fakten dabei waren. Gut, da würde ich sagen, geht's los. Dann die erste Sache ist von Michael Cricket Creeper, und er schreibt, Nether-Sterne können nicht durch Explosion zerstört werden. Und das würde ich ganz kurz mal zeigen. Nämlich, ich habe ja einmal Nether-Stein hier ausgeholt, Nether-Stern, und einmal ein Diamant. Wenn ich jetzt das TNT hier nehme, ohne jetzt den Flint ins Zielzimmer hier drauf platziere, also das gab ich. Wenn ich das jetzt mal zünde, dann seht ihr gleich. Und erstmal direkt eine Explosion. Und hier ist überall Erde. Ne? Und gleich werdet ihr was sehen. Nämlich ist der Nether Star. Der Nether Star hat sich einfach überlebt. Der Nether Star existiert noch, das heißt, man kann ihn nicht durch Explosion sprengen. Und ich finde das echt eine coole Sache, denn es ist schade, wenn man den Nether Star verlieren müsste, dann müssen wir nochmal gegen den Wizard kämpfen und alles, und das ist schon echt anstrengend. Mir wurde das wirklich eingefügt, dass man den Nether Star nicht verliert, und das ist irgendwie schon echt nett, um Young, dass sie das so eingeführt haben. Und ja, ihr seht, der Diamant ist weg, aber der Nether Star existiert noch. Ich warte mal, ging jetzt ja noch zu. Und dann würde ich sagen, geht das schon weiter zum nächsten Fakt. Guten Geweck. Okay. Dann würde ich sagen, let's go weiter zum zweiten Fakt für heute. Dann die nächsten beiden Dinge sind von 64 Diamonds, da schreibt als erstes, Zombies können Bedrock zerstören, und er hat hier noch ein nächstes Video eingesendet, was ich schon mal gemacht habe. Und als zweites, Eisendruckplatten messen auch das Gewicht von Mobs. Und ja, dem ersten Fakt habe ich hierhin schon mal aufgebaut. Aber das funktioniert nicht ganz, weil der Zombie geht nicht auf diesen Doppelbewohner, sondern auf wieder hinten. Wenn es nicht funktioniert, aber ich versuche auch mal zum Einspieler einzublenden. Finde ich so toll, was ich gemacht habe. Also auf jeden Fall, das funktioniert. Und dann klicke ich mal da hin zu der Anlage hier. Dann wird man jetzt hier mal ein paar Zombies in oder Creeper. Kurz mal auf Easy stellen und ich starte mal hier auf diese Spur. Und jetzt mal ganz viele Creeper. Und ihr seht schon, fängt es langsam an zu leuchten. Das heißt, Eisdruckplatten messen auch das Gewicht von Mobs. Und ich konnte irgendwie so kleine Mobfalle machen, um zu messen, wie viel Mobs gerade in der Mobfalle sind und wie viel nicht. Oder so halt, ja. Und ja, ihr seht, ganz Spur hier, ganz viele Mobs, und ja, immer sind alle weg. Weiter geht's. Und die Fakten 4 und 5 sind von MC Gamer 777. Und er schreibt als erstes, mit Z-Block CC2 kann man ein TNT platzieren, was beim Abbau explodiert. Und zweitens, Nether-Portale kann man auch mit einem Dispenser aktivieren. Und das ist richtig. Battlefield 2 jetzt hier angeben, Z-Block. Die drei Höhlen. Und jetzt hier Minecraft. TNT und jetzt hier die drei. Den ganz normalen TNT, ne? Und die Besonderheit, wenn ich das jetzt abbaue, dann explodiert. Also ihr seht, diese Partikel kommen, aber es explodiert trotzdem, und das ist schon ein bisschen komisch, aber ich würde sagen, das ist ein richtig schönes Zoll TNT. Und jetzt habe ich hier aufgebaut, ja. Ein sehr cooler Fakt, und ich hoffe, das noch hinzu hier noch. Dann können wir gleich zum zweiten Fakt gehen, nämlich dass Nether-Portale auch von Dispendern aktiviert werden können. Und das ist auch eine coole Sache. Ich muss jetzt hier hin. Und jetzt kommt man jetzt hier so einen Block hin. Und jetzt kommt kurz mal. Ganz kurz hier den Dispenser. Jetzt will ich einen Flint Steel rein. Was wir noch brauchen, ist jetzt noch mal einen Hebel. Achtet mal jetzt genau drauf. Wenn ich das jetzt hier drücke, da kriegen wir ein großes Nether-Portal wieder, und das bedeutet,
Das Portale können auch durch Dispenser aktiviert werden. Das ist es gewesen von der heutigen Folge der Minecraft-Fakten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen und tschüss.